Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Diesmal geht es um einen Ohrreiniger. Und das sieht man auch nicht so alle Tage. Das ist ein ganz neues Produkt, also zumindest habe ich das noch nie gesehen vorher. Und man soll ja die Ohren auch nicht mit Wattestäbchen reinigen. Das ist ganz klare Sache, weil man tut mir ja immer diesen ganzen Dreck reinschieben. Und das kann ja auch Entzündungen auslösen. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen fand ich diese Idee hier echt toll. Man dreht das quasi raus und man hat hier auch nochmal 16 Stück. Ja? Das heißt, wenn die dann unhygienisch werden nach einer Zeit, ist klar, tauscht man die dann aus. Finde ich toll. Der Preis ist auch absolut im Rahmen. Das heißt, mal gespannt, wie lange das Ganze hält. Aber ich gehe davon aus, dass es lange hält, weil 16 Stück ist ja schon eine ordentliche Menge. So, dann packen wir das Ganze auch mal aus. Hier ist auch gleich eine Anleitung mit dabei. So, schauen wir mal. Genau, also das erstmal lesen, bevor man es benutzt, ist klar. Es gibt da schon einige Punkte zu beachten. Ist natürlich nicht so grob vorgehen, das war. Schauen wir uns aber mal das Produkt an sich an. Und was geht's hier? So. Sind schon ein paar rausgefallen. Macht aber nichts. Nehmen wir einfach wieder rein. So. Ja, fühlt sich auch ganz gut an. Ist eine Gummi. Ist eine Art Gummi ist es. Weich, aber nicht zu weich. Ja. Das Gute ist, man kommt ja auch gar nicht so weit damit ins Ohr rein, um irgendwelchen Schaden anzurichten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist auch sehr simpel. Vor allen Dingen ist auch die Drehrichtung definitiv hier mit dem Pfeil auch angegeben. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze hier zu wechseln geht. Und das geht total einfach, wie man hier sieht. Ja, das war's. Easy. Und hat auch einen guten Halt. Das fällt jetzt nicht so raus. Gut. Macht einen guten Eindruck. Ich bin zufrieden. Ich bin gespannt, wie sich damit die Ohren säubern lässt. Und ich habe hin und wieder hat man dann doch schon mal Dreck im Ohr. Und dann ist es schön, wenn man das auf gesunde Art und Weise entfernen kann. Gut. Danke fürs Zuschauen.